Als nächstes fügen wir erste Bilder ein und ich zeige dir gleich ein paar Bildbearbeitungsfunktionen, die uns Word bietet. Am einfachsten funktioniert das über den Medienbrowser. Dieser greift auf iPhoto zu und das ist eigentlich recht übersichtlich. Du kannst hier die Größe beliebig anpassen, um dir einen Überblick zu verschaffen. Falls du nicht mit iPhoto arbeiten möchtest, musst du halt auf die herkömmliche Weise, ich bevorzuge in diesem Fall diese Ansicht, durch deine Bilder scrollen. Das kommt nicht darauf an. Ein Bild kannst du einfach packen und reinziehen, wie üblich in der Größe anpassen. Und du hast ganz verschiedene Effekte zur Verfügung. Du kannst es einfärben, damit es so schwarz-weiß wird, ganz alt wirkt oder so abstrakt auf nur Schwarz- und Weißtöne reduziert. Du kannst Filter anwenden. Ich denke, alle diese Filter sind eigentlich selbsterklärend, da muss man nicht groß darauf eingehen. Da ist Experimentieren gefragt, aber wie immer warne ich natürlich vor allzu exzessiven Gebrauch von solchen Werkzeugen. Die Datei wirkt dann am Schluss einfach wild und uneinheitlich und das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja auch eine Information rüberbringen. Was aber manchmal je nach Bildqualität eben wichtig ist, ist, dass man noch die Qualität etwas korrigiert. Du hast hier verschiedene schon Voreinstellungen, die du direkt auswählen kannst. Wenn etwas nicht gelungen ist, überbearbeiten rückgängig oder eben Befehl Z diesen Effekt zurückholen. Und du kannst selbstverständlich auch sehr präzise an diesen Regeln für die Helligkeit, den Kontrast und so weiter noch Anpassungen vornehmen. Wichtig ist allenfalls noch die Zuschneidefunktion. Hier kannst du an diesen Ecken ziehen und nur einen Ausschnitt bestimmen oder ein anderes Bildformat einstellen. Und über den zweiten Reiter kannst du das Bild mit einer Maske versehen, das heißt auf eine bestimmte Form zuschneiden. Das ist manchmal noch recht hübsch. So hat es automatisch runde Ecken. Daneben haben wir Effekte für den Bildbehälter, für den Rahmen könnte man sagen. Du hast schon sehr viele voreingestellte Effekte. So wird natürlich diese Eckenrundung wieder rückgängig gemacht. Du hast hier einen weißen Rahmen mit einem Schatten und einem leichten 3D-Effekt und da kannst du einfach mal ein bisschen ausprobieren. Es gibt Effekte mit Spiegelungen und so weiter und so fort. All diese Effekte, die lassen sich natürlich beliebig noch anpassen. Indem du eben einen größeren, einen kleineren oder eben gar keinen Schatten wählst oder eben auf Optionen klickst und hier nun den Schatten, falls es den einen hat, noch numerisch einstellst. In diesem Fall bringt es natürlich relativ wenig. Wichtig scheint mir, dass du deiner Datei einen Style gibst, dass also nicht jedes Bild wieder anders daherkommt, dass sich so eine Einheitlichkeit durch deine Datei hindurchzieht. Ja, ich entscheide mich nun für den ersten Effekt mit diesem Rahmen und ziehe weitere Bilder rein.
zum Beispiel von dieser Wanderung und noch irgendein Gruppenbild, vielleicht dieses hier. Diese beiden Bilder wähle ich mit der gedrückten Umschalttaste aus und ändere beispielsweise die Breite auf 10 und zugleich haben beide dieselbe Breite. Ebenso möchte ich, dass sie denselben Effekt haben wie die darunterliegende und jetzt kann ich da die Reihenfolge noch ändern, die Lage, indem ich hier etwas drehe, vielleicht so, damit es ein bisschen ausschaut wie hingeworfen. Die müsste vielleicht dann noch etwas kleiner sein. Das kann ich nachträglich jederzeit ändern, nur 10 und dafür auch leicht schräg. So, wenn dir die Reihenfolge nicht passt, zum Beispiel ein Bild über das andere hinweggesetzt werden soll, dann ist diese Funktion recht praktisch. Hier wird es in Ebenen angezeigt und du kannst die eine über die andere hinwegziehen und mit OK bestätigen. Das wirkt jetzt allerdings ein bisschen unbeholfen, deshalb mache ich diesen Effekt rückgängig mit Befehl Z.